Hallo meine Damen und Herren, ihr habt mich gefragt, was ich gepickt habe. Ich habe mich, wie abgesprochen, im Stream mit euch unterhalten. Livestream-Zeiten stehen übrigens hier. Und habe Folgendes hier für meinen ersten Pick rausgesnackt. Und zwar einmal als das Team, das ungeschlagen rangeht, die Heroic-Leute. Dann als das Team, das leider überhaupt keine einzige Runde holen wird, die Sharks. Also die werden komplett untergehen. Und hier unten dann eben die Teams, die weiterkommen werden. Also die praktisch einfach in die nächste Runde kommen. So sind meine Picks für den Anfang bzw. auch fürs Ende. Also so werde ich es lassen. Ich werde da jetzt nicht mehr dran rumstellen. Wir haben im Stream einige Leute, die sich mit den Teams ganz gut auskennen. Die wissen, welche halt wie stark sind oder wie stark gespielt haben zuletzt. Und darum eben diese Einschätzung hier. Man braucht 5 Richtige für diese Challenges-Stage. Also wenn 5 Dinge zutreffen, dann sind wir ein Stück weiter. Ich habe jetzt auch vorhin nochmal gefragt, wie das so ist mit diesen Coins. Also wenn wir noch Coins bekommen, ich habe jetzt ja schon 3, dann kann man die redeemen und dann von irgendeinem Match, von diesem Tournament, ein Souvenirpaket erhalten. Also zum Beispiel von das 2 dann irgendwie so ein Souvenirpaket mit Skins drin, mit den Stickern drauf. So habe ich es erklärt bekommen. 3 habe ich schon, weil ich mir dieses Paket geholt habe und mir die dazu gekauft habe. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Ihr könnt euch einfach nur den Pass holen für 8,50 € und dann hier eben gemütlich vor euch hin wetten oder picken und hoffen, dass es halt so passt. Das hier lädt übrigens manchmal nicht wundern. Das war bei mir vorhin auch. Einfach CSGO außen wieder anmachen, dann geht's. Natürlich bin ich auch an euren Picks für diese Challengers Stage interessiert. Also schreibt mir einfach gerne in die Kommentare, wie ihr gepickt habt. Also erstmal hier Advanced Undefeated, dann natürlich die, die überhaupt gar nichts auf die Reihe bekommen und danach alle, die nach eurer Meinung aufsteigen werden. Einfach in die Kommentare reinhasseln und dann lesen wir uns dort. Und schaut schön in den Streams rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.